Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Horse Riding Tales. Und ich habe hier... Wieso habe ich eine Mystical-Kiste? Hä? Was ist da drin? Okay. Woher habe ich das bekommen? Ich habe keine Ahnung. Okay, sehr gut. Aber wo wir gerade bei Mystical Packs sind, werden wir das jetzt nämlich einfach mal so machen. Ich habe mir überlegt, dass ich an 5 von euch, nämlich... Hä, da habe ich doch gerade noch einen gehabt. An 5 von euch werde ich jeweils einmal ein Pet Pack verlosen. Denn jetzt gibt es ja die neue Möglichkeit, dass wir Sachen verschicken können. Und da gibt es ja die Pet Whiffles. Und da dachte ich mir einfach, okay, komm, machen wir es einfach so. Wir nehmen hier jeweils 5 Mystical Packs und die verschicke ich an euch. Ihr müsst dafür gar nichts anderes tun, als einfach euren Namen in die Kommentare reinschreiben. Und dann kann ich nämlich hier über die Gift-Funktion nämlich euch hier an jeweils etwas dazu schicken. Also, ich guck mal gerade, sind das jetzt wirklich alle Spieler oder sind das jetzt meine Friends? Ich glaube, das sind auch wirklich alle Spieler, oder? Ja, sieht so aus, weil es ist nämlich alphabetisch hier. Oh Gott, das wird natürlich dann ein bisschen heftig, die ganzen Leute rauszufinden. Aber ich werde an 5 Leute ein Mystical Pack, ein Mystical Pet Pack verlosen. Also schreibt einfach euren Namen rein. Und wir gucken jetzt mal an, was dieses Mal... Oh no, can't torch this. Das mag ich halt gar nicht. Nee, also das ist nicht so meine Favorite Games. Wir gucken mal gerade, was generell noch an neuen Games reinkommt. Ich hatte nämlich bei den Adventure Games eine Sache gesehen, die neu reingekommen war. Da gucken wir nämlich mal das hier. Horse Family. Das gucken wir jetzt nämlich auf jeden Fall an. Sieht auch von der Bewertung her gar nicht mal schlecht aus, wenn man mal bedenkt, wie manche andere Sachen hier bewertet wurden. Ihr seht ja hier immer die Bewertungen her. Und Horse Family hat eine echt gute Bewertung bekommen. Und das werden wir uns dann nämlich auch noch auf jeden Fall demnächst mal ein bisschen genauer angucken. Dieses Video gilt jetzt aber wirklich rein der Verlosung. Also das heißt, hier schreibt ihr bitte die Sachen drunter. Und dann wünsche ich allen von euch viel Glück bei dem Gewinnspiel. In den Mystical-Kisten, für alle, die es vielleicht nicht wissen, habt ihr die Möglichkeit, das zeige ich euch mal hier bei den Pets, habt ihr die Möglichkeit, jede Art von Pet rauszubekommen. Also bei den Mythical seid jede Version drin, also eben auch noch ein Fantasy-Pet von der Art her. Wir gucken uns nämlich hier mal die Möglichkeit, in einem Mystical-Pack habt ihr 30% Chance auf ein Fantasy-Pet. Und vor allem in den ersten 10 habt ihr auch definitiv keine Doppelten drin. Wir können ja mal in den Collections reingucken. Da sehen wir ja bei den Pets hier die ganzen Fantasy-Pets. Und da habt ihr nämlich auch die ganzen Möglichkeiten. Diese Sachen hier sind halt leider in den aktuellen Packs dann nicht drin. Aber was halt alles drin sind, sind hier Surge, Nightglow, Enchanted, Galaxy, Spirit, Punkster, Cotton Candy, Jewel, Hellfire. Die ganzen sind da auf jeden Fall alle drin. Die anderen gibt es dann immer aus den anderen Sachen, die jetzt da noch drin waren, aus diesen ganzen Event-Sachen her. Aber ist halt mega, mega nice, was ihr hier alles für Möglichkeiten habt. Genauso auch sowas wie die Fledermäuse und alles, die sind ja dann auch bei den Fantasy-Event-mäßigen Sachen drin. Gibt ein paar wirklich, wirklich cute Pets, vor allem die hier, die sind ja dann auch aus den anderen Spielen, die sie dann hier übernommen haben, wie man hier schon sieht. Die gab es ja von der Art nämlich auch her schon in dem Fantasy-Live-Spiel. Aber die haben sie jetzt nämlich auch noch hier, gerade auch die Enten und alles, haben sie ja komplett von dem Fantasy-Live-mäßigen reingemacht, genauso wie die Pferde. Also wie gesagt, es wird 5 Packs geben. Ich werde es komplett mit dem Randomizer im nächsten Video machen. Das wird jetzt am besten noch ein paar Tage laufen, weil wir machen danach zwischen noch ein normales Video. Aber ich wünsche euch allen viel Glück beim Mitmachen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit der Auflösung. Bis dann. Ciao, ciao.